Gläubige hören noch einmal die Oration der heutigen Heiligen Messe von der Himmelfahrt Christi. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, wir bekennen gläubig, dass am heutigen Tag dein Eingeborener, unser Erlöser, zum Himmel aufgefahren ist. Und bitte nun, gib, dass auch wir selbst mit unserem Geiste im Himmel wohnen. Durch ihn, unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, erlebt und herrscht mit dir in der Einheit des Heiligen Geistes, ein Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Lesung aus der Apostelgeschichte. In meinem ersten Bericht, Theophilus, habe ich alles erzählt, was Jesus vom Anfang an getan und gelehrt hat, bis zu dem Tage, da er aufgenommen ward, nachdem er den Aposteln, die er auserwählt, durch den Heiligen Geist seine Aufträge erteilt hatte. Ihnen hat er auch nach seinem Leiden viele Beweise dafür gegeben, dass er lebe, dass er ihnen, da er ihnen 40 Tage hindurch erschien und vom Reiche Gottes redete. Während er mit ihnen aß, befahl er ihnen, von Jerusalem nicht wegzugehen, sondern auf den zu warten, den der Vater verheißen. Von ihm, sprach er, habt ihr aus meinem Munde gehört. Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt in wenigen Tagen mit dem Heiligen Geiste getauft werden. Da fragten ihn die Versammelten, Herr, wirst du in dieser Zeit das Reich Israel wiederherstellen? Er antwortete ihnen, es steht euch nicht zu, die Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht festgesetzt hat. Doch werdet ihr die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch herabkommt, und ihr werdet dann meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa, Samaria und bis an die Grenzen der Erde. Nach diesen Worten ward er vor ihren Augen emporgehoben, und eine Wolke entzog ihn ihren Blicken. Während sie ihm nachschauten, wie er in den Himmel abfuhr, siehe, da standen zwei Männer bei ihnen in weißen Gewändern und sprachen, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und schauet zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch hinweg in den Himmel aufgenommen wurde, der wird so wiederkommen, wie ihr ihn zum Himmel habt auffahren sehen. Soweit die Worte der heiligen Lesung. Danke sei Gott. Erhebet euch, Geliebte, noch das heilige Zeichen des Kreuzes über der Stirne, über den Lippen und über dem Herzen und höret mit Andacht die Weiterführung des heiligen Evangeliums nach Markus. In jener Zeit, als die 12 Jünger zu Tische saßen, erschien ihnen Jesus. Er rückte ihren Unglauben und ihre Herzenshärte, da sie denen nicht geglaubt, die ihn nach seiner Auferstehung gesehen hatten. Dann sprach er zu ihnen, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium allen Geschöpfen. Wer glaubt und sich taufen lässt, wird selig werden. Wer nicht glaubt, der wird verdammt werden. Denen aber, die glauben, werden diese Wunderzeichen folgen. In meinem Namen werden sie Teufel austreiben, in neuen Sprachen reden, Schlangen aufheben, und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen, und sie werden gesund werden. Nachdem der Herr Jesus mit ihnen geredet hatte, wurde er in den Himmel aufgenommen und sitzt nun zur Rechten Gottes. Sie aber gingen hin und predigten überall, und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte ihr Wort durch Wunder. Durch die Worte des heiligen Evangeliums mögen getilgt werden unsere Sünden. Gelobt sei dir, Christus. Bitte nehmen Sie Platz. Ich möchte noch einmal aufmerksam machen auf die Herz-Jesu-Messliga, die am Herz-Jesu-Fest beginnt. Es sind noch ein paar Informationsblätter da und Überweisungsträger für den St. Nikolaus-Verein gibt es auch noch. Dann möchte ich noch darauf hinweisen, dass wir bald unsere Kirchenbänke bekommen werden. Wir hoffen, dass wir sie am Samstag nach von Leichnam abholen können. Und das Geld für die Kirchenbänke ist schon zusammen. Ein herzliches Verdienst Gott.
Jetzt müssen wir noch zuschauen, dass wir den LKW bekommen und dann auch noch das Diesel und den Mietpreis bezahlen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. O Maria, du sitzt der göttlichen Weisheit. Bitte für uns. Heiliger Josef. Bitte für uns. Sie, unsere heiligen Schutzengel. Bitte für uns. Liebe Gläubige, heute feiern wir das Fest Christi Himmelfahrt. Es gibt viele Dinge, über die man predigen kann. Man kann über das Festgeheimnis predigen, man kann noch einmal über die Öschprozessionen und die Bittgänge sprechen. Man kann den weltlichen Feiertag, Vatertag hernehmen zum Thema Vaterschaft auf Erden. Christus steigt zum Vater auf. Was bedeutet es, Vater zu sein? Wir können erneut auf die Dinge des Zeitgeschehens eingehen. Also es gibt sehr viele Dinge, die wichtig sind, worüber man sprechen muss. Jedoch wollen wir zunächst den Vers aus dem Evangelium betrachten. Er rückte ihren Unglauben und ihre Herzenshärte, da sie denen nicht geglaubt, die nach seiner Auferstehung gesehen hatten. Wir leben in einer Welt, liebe Gläubige, die sich von Gott abgewandt hat, mehr und mehr abwendet. Wir feiern heute zwar auch den Vatertag, aber wie lange noch? Wie lange noch dürfen wir Vater- und Muttertag feiern, unsere Väter und Mütter gedenken? Wann wird es soweit sein, dass wir Elternteil 1 und Elternteil 2 sagen müssen, Erzeuger und Gebärerin? Und das hat aber auch damit zu tun, weil sich die Welt von Gott abgewandt hat. Die Welt hat sich, die Menschheit hat sich vom Licht des göttlichen Heilandes abgewendet, von der Erleuchtung des Heiligen Geistes, und hat sich der Finsternis, dem geschaffenen Lichte, zugewendet. Und wenn wir in diese Zeit hineinschauen, in dieser Zeit voll Unglauben, eine Zeit des auch teilweise militanten Atheismus, der ja eigentlich ein Religionsersatz ist, ein Ersatz dafür, dass man den Geboten Gottes nicht gehorsam sein muss, sondern wo alles erlaubt ist. Jegliche Ausschweifung. Und heute mehr denn je gibt es Menschen, gibt es Leute, die an die Auferstehung, an die Tatsache und die Wahrheit der Auferstehung Jesu Christi nicht glauben können oder nicht glauben wollen. Die leugnen, dass es einen Schöpfer gibt, einen Schöpfer, einen Urheber aller Dinge. Denn man verbreitet ja auch in den Schulen und Kindergärten den Glauben an die Evolution. Also eine Schöpfung ohne den lieben Gott. Wenn man aber diesen Dokumentationen und diesen Lehren der Evolution zuhört, so sprechen oft die Erzähler und die Bücher von der Evolution, als ob es eine Gottheit wäre und der Schöpfer aller Dinge. Und da hören wir immer, da hat sich die Evolution etwas Gutes ausgedacht und hat dieses oder jenes Geschöpf mit diesen oder jenen Fähigkeiten ausgestattet. Gleichzeitig, oder man sagt ja, man dieses oder jenes Geschöpf, dieses oder jenes Tier, hat sich dann das und das so angepasst und hat sich dann im eigenen Antrieb sozusagen heraus Kiemen entwickelt oder Beine oder Füße oder Augen oder sonst irgendwelche Fähigkeiten. Als ob die Dinge aus sich selbst heraus Schaffensgeist besäßen.
Dem ist jedoch nicht so, denn wir haben in den letzten 2000 Jahren seit der Himmelfahrt Christi keine Entwicklung im Menschen, am Menschen oder am Geschöpf gesehen, dass sich etwas weiterentwickelt hat, außer natürlich, dass der Mensch Erfindungen in die Welt gebracht hat, aber selbst diese Erfindungen kommen aus dem Schaffensgeist Gottes, weil der liebe Gott den Menschen mit dem Schaffensgeist ausgestattet hat. Und je länger die Wiederkunft Christi dauert, je länger wir von Adam und Eva uns wegbewegen hin zum Ende der Zeiten, umso mehr degeneriert wird der Mensch in seinen Fähigkeiten. Wenn die Historiker und die moderne Welt vom Mittelalter sprechen zum Beispiel, hier heißt es immer, es war ein dunkles, es war ein düsteres, ein dreckiges Mittelalter. Die Menschen waren dumm, einfältig, abergläubisch. Und heute haben wir die Aufklärung, heute haben wir die Erleuchtung. Heute ist alles besser, im Gegenteil. Schauen Sie sich um, liebe Gläubige. Im Mittelalter hat man die wunderschönen Kathedralen geschaffen, die Buntglasfenster in den Kirchen angebracht. Die meisten Erfindungen, die wir heute täglich benutzen, sind Erfindungen aus dem Mittelalter. Also es ist ganz klar, solange der Mensch eins mit Gott ist, in der Nähe Gottes ist, kann er große Dinge schaffen. Und heute gehen die Statiker her und die Ingenieure und kritisieren die Baumeister früherer Tage, weil hier und da in einer Kathedrale vielleicht ein Baufehler ist. Aber selber können sie Gleiches nicht erschaffen. Und so müssen wir ganz klar sagen, müssen wir dieser Welt sagen, du hast dich von Gott abgewandt und darum ist alles finster in dir. Die Menschheit kann nichts mehr Schönes hervorbringen, solange sie im Unglauben ist und nicht an die Auferstehung Christi glaubt. Und das zieht sich durch die ganze Gesellschaft. Wir hören heute auch den Missionsauftrag an die Apostel, an die Kirche Gottes. Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium allen Geschöpfen. Wer glaubt und sich taufen lässt, wird selig werden. Wer nicht glaubt, der wird verdammt werden. Denen aber, die glauben, werden die 100 Zeichen folgen. Liebe Gläubige, es ist ganz klar, nicht jeder kommt in den Himmel. Christus ist zwar für alle gestorben, er hat für alle das Heil errungen, aber nicht alle wollen dieses Heil annehmen. Und er setzt auch ganz klar die Taufe voraus. Nun schauen wir in die protestantischen Sekten, die haben zum Teil die Taufe ganz und gar abgeschafft und reden nur noch von einer Geisttaufe. Das widerspricht der Tradition der heiligen Apostel. Und der Glaube wird auch vorausgesetzt. Wir müssen also an Christus glauben. Und wir haben es in der Epiphanie immer wieder gehört, in der Zeit von der Epiphanie, dass Christus von uns den Glauben verlangt. Und dass Christus auch seine Jünger mehrmals kleingläubig genannt hat, heute auch wieder im Evangelium, ihre Herzenshärte, denn sie haben 3 Jahre mit dem Heiland verbracht. Sie sind 3 Jahre hindurch mit ihm gewandert, haben mit ihm gegessen, haben in seiner Nähe unter freiem Himmel geschlafen, haben sein Apostolat von seinen Händen gelernt und gewusst, dass er sterben muss. Und gewusst, dass er auferstehen muss. Und dennoch, als es soweit war,
konnten sie es nicht glauben. Also, es ist ganz wichtig, liebe Gläubige, dass wir dem lieben Heiland glauben, dass wir den Glauben annehmen, den er gepredigt hat, jenen Glauben, den die Apostel verkündet haben und deren Nachfolger und welche die Heilige Katholische Kirche bis heute unverfälscht und bis alle Ewigkeit lehrt. Ein Glaube auch, der aus sich heraus nicht verändert werden kann, da er ewig ist und daher auch ewig Bestand haben wird. So ist das, was Christus gelehrt und offenbart hat, war gestern, heute und in Ewigkeit. In meinem Namen werden sie Teufel austreiben, sagt der Heiland, in neuen Sprachen reden, Schlangen aufheben, und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden gesund werden. Liebe Gläubige, das sind großartige Wunder. Viele Menschen glauben, wie gesagt, nicht an die Auferstehung. Doch durch die Wunder, die in Christi Namen geschehen sind, es ist die Frucht der Auferstehung Christi, die Wunder, die die Apostel gewirkt haben, schauen Sie in die Apostelgeschichte, lesen Sie darin und lesen Sie von den Wundern, die die heiligen Apostel vollbracht haben. Und ohne diese Wunder hätte sich die Kirche, diese kleine Sekte um Jesus Christus, nicht zu einer Religion etablieren können, die weltweit Fuß gefasst hat. Im Gegenteil, wie hätten 12 oder beziehungsweise 11 Männer, die kaum lesen und schreiben konnten, einen Glauben in die Welt hinaustragen können, ohne dass ihre Predigt und ihr Leben durch die Wunder bestätigt wurden. Es wäre also ein noch größeres Wunder, wenn sich die christliche Religion ausgebreitet hätte ohne Wunder. Und heute fragt man sich, warum gibt es keine Wunder mehr? Oder nicht mehr so häufig wie früher, wie in Zeiten der heiligen Apostel. Zum einen sind die Wunder nicht notwendig, nachdem der heilige katholische Glaube etabliert wurde. Zum anderen, so hören wir auch aus den Missionsschriften bis 1950 und 60, konnte der Glaube, der katholische Glaube, der christliche Glaube sehr schnell sich ausbreiten in den Ländern des blinden Heidentums. Und so wird aus China mehrmals berichtet, dass sogar die ungetauften Katechumenen mit dem Weihwasser und dem Kreuzzeichen Besessene befreien konnten. Durch die Kraft ihres Glaubens an Jesus Christus und durch die Kraft der Sakramentalien, des geweihten Wassers und des geweihten Kruzifixes. Und das war eben möglich in einer Welt, die Christus noch nicht angenommen hat. In einer Welt, die Christus angenommen und ihn dann verworfen hat, wie es unsere Gesellschaft tut, sind Wunder nur schwer möglich, weil der Glaube und die Offenherzigkeit des Menschen fehlt. Und so haben wir heute eine wundersüchtige Gesellschaft, die genauso wundersüchtig ist wie zu den Zeiten Jesus, wo sie sagen, oder wo der Heiland den Vorwurf sagt, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubet ihr nicht. Auf der anderen Seite, Christus ist bei uns. Christus war bei ihnen, sie haben ihn gesehen, sie haben ihn berührt, sie haben seine Stimme vernommen und haben dennoch nicht geglaubt. Und so haben wir eine dämonische Bewegung, die charismatische Bewegung,
wo angeblich Sprachen gesprochen werden, die keiner versteht, wo die Menschen rücklings auf den umfallen und sich wenden, wo unkontrollierbar zu lachen beginnen, zu schreien beginnen, und das wird dem Heiligen Geist zugeschoben, wo doch ganz klar und offensichtlich ist, dass es dämonischen Ursprungs ist. Und dass jene Gläubigen, die schon Erfahrungen damit gemacht haben, als sie das Ave Maria gebetet haben, eben nicht umgefallen sind, und dass diese Charismatiker den Menschen dann verboten haben, das Ave Maria zu beten. Auch ich selbst in meiner jugendlichen Dummheit vor meiner Bekehrung zum katholischen Glauben war einmal bei einem charismatischen Priester, weil ich dachte, ich habe dämonische Umsessenheit. Und er hat gebetet und hat auch das Sprachengebet angewandt. Und ich habe mich aber ganz innig dem heiligen Josef anempfohlen. Als heiliger Josef, beschütze mich. Ich lasse mich jetzt auf diesen Mann ein, auf diesen Novus Ordo Priester. Aber ich weiß nicht, was er mit mir macht. Ich verstehe es nicht. Pass du auf mich auf. Und dieser Novus Ordo Priester hatte keinen Erfolg. Hatte keinen Erfolg. Was machen Sie? Also ich bete zum heiligen Josef. Lassen Sie das, lassen Sie das. Nicht zum heiligen Josef beten. Und da erkennt man doch, wie kann denn der heilige Josef den heiligen Geist aufhalten? Also muss es eine Kraft gewesen sein, die an mir gerüttelt und geschüttelt hat in diesem Zeitpunkt, wo dieser Mensch über mich gebetet hat, die nicht vom lieben Gott ausging. Und dumm wie ich war, habe ich aufgehört, zum heiligen Josef zu beten, bin rücklings umgefallen und habe eine ganz komische dämonische Kraft in und um mich gespürt und habe gedacht, mein Kopf explodiert und ist nicht weggegangen. Und darauf folgte eine sehr starke Migräne. Auch andere haben ähnliche Erfahrungen, liebe Gläubige, die sich auf die Charismatiker einlassen. Drum müssen wir alles prüfen und mit der heiligen Tradition der Kirche vergleichen, was heute geschieht. In Amerika gibt es das Holiness Temple. Es sind Menschen, die berufen sich auch auf Christus. Und wenn man dort in die Versammlungsräume hineingeht, da ist im wahrsten Sinne des Wortes Halligalli, da ist der Zirkus los. Da werden Trommeln gespielt, Gitarre, E-Gitarre und Krach. Und irgendwann kommen dann die Klapperschlangen hervor und die Copperheads. Und man fängt an, mit den Schlangen zu hantieren, weil es ja in der Bibel steht. Es gibt einen sozialen Zwang, liebe Gläubige, dass die Anwesenden mit den Schlangen hantieren, auch wenn sie Angst haben. Und wenn sie Angst haben, heißt das, du hast keinen Glauben. Und viele haben ihr Leben verloren, weil sie durch den Biss der giftigen Schlange bei diesen Versammlungen gestorben sind. Auch sie trinken giftige Flüssigkeiten. Sie reiben ihre Hände ein mit brennbarem Material und zünden sie an. Und sie hüpfen herum wie Verrückte. Ist alles dokumentiert, kann man auf YouTube nachschauen. Sie hüpfen herum wie Verrückte. Und das alles ähnelt mehr einem Country-Festival mit Schlangen und brennenden Händen als einem Gottesdienst. Auch das Kreuz fehlt in diesen Versammlungsräumen. Man hat das Kreuz abgeschafft. Nachdem der Herr Jesus mit ihnen geredet hatte, wurde er in den Himmel aufgenommen und sitzt nun zur Rechten Gottes. Sie aber gingen hin und predigten überall. Und er wirkte mit ihnen und bekräftigte ihr Wort durch Wunder. Liebe Gläubige, auch wir werden in einem Augenblick einem großartigen Wunder zuteil. Wir dürfen Anteil nehmen an der Wandlung der Gestalten von Brot und Wein
in den hochheiligen Leib und das kostbare Blut unseres Herrn und Erlösers Jesus Christus. Das bekennt und bezeugt und bestätigt unser heiliger katholischer Glaube, da es sich auf das Wort Jesu Christi beruft. Das ist mein Leib, das ist mein Blut. Und so wollen wir nicht ungläubig sein, sondern gläubig. Und wollen gleich und ähnlich den heiligen Aposteln und den Jüngern und der lieben Mutter Gottes nun ausharren, diese wenigen Tage hin bis zum hochheiligen Pfingstfest und täglich und viel um die Gnadengaben des Heiligen Geistes bitten, denn wir leben nun im Zeitalter des Heiligen Geistes, der uns führen und leiten soll, den Heiligen Geist, den wir bei der heiligen Firmung empfangen haben, den Heiligen Geist, den Christus versprochen hat, und ihn wollen wir nun freudig erwarten und um seinen Beistand eifrig bitten. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Jesus, sanft und demütig von Herzen, erhebe unser Herz nach deinem Herzen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Die nächste heilige Messe in der Josefskapelle ist am Sonntag um 9 Uhr.